Auch wir feiern ein großes Comeback, nämlich das des Interregios, zumindest im TSW 5. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich aus der Strecke Bremen-Oldenburg von der Baureihe 103, Lok 198-8. Und hinten dran haben wir einen wundervollen Wagenpark mit Interregio-Wagen. Ich freue mich sehr auf die Fahrt. Ich hoffe, ihr auch. Huch, jetzt sind wir im Containerwagen drin. Ja, ich dachte mir, es wäre vielleicht irgendwie gerade im aktuellen Zeitgeist mehr denn je sinnvoll, auch mal Dinge wieder auf die Schiene zu bringen, die vielleicht schon etwas länger weg sind. Und zwar hier ist es ein Interregio als Museumsfahrt, als ja, so eine Art Interregio-Gedenkfahrt, wenn man es fast schon möchte. Das Ganze machen wir mit der 103 und hinten dran die wunderschönen Interregio-Wagen. Also eigentlich sind es die Flixtrain-Wagen vom Flixtrain-Lok-DLC. In diesem Fall sind sie aber umlackiert von meinem guten, vom guten Spami, der den Wagen hier verschiedene Lackierungen verpasst hat, unter anderem auch ein Bistro-Café. Und noch erste und zweite Klasse Wagen sieht natürlich hervorragend aus, passt auch sehr gut, werden wir uns im Laufe der Fahrt ganz ausführlich angucken. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in unsere Lok und fahren los. So, angekommen im Führerstand, einmal den Richtungswender rein und in Vorwärtsstellung. Wir können die Türen auf der linken Seite freigeben. Wir sehen schon, Ein- und Ausfahrt ist hier ordentlich besetzt von einer 155, die uns gerade entgegenkommt. Die Regio S-Bahn fährt auch geradeaus und wir fahren nach Oldenburg. So, Instrumentenbeleuchtung machen wir noch an, schalten die PZB und LZB an. SIFA lassen wir aus. So, jetzt bin ich auch schon länger nicht mehr in der 103 unterwegs gewesen. Wollen wir mal kurz überlegen. Bremsschlüssel auf ein, damit wir auch tatsächlich bremsen können. Direkte Bremse ziehen wir mal an. So, das ist das Makro. Lokführerpultbeleuchtung gerne. Fahrstufenregler brauchen wir gleich. Einmal kurz hierhin geguckt. Führerraumbeleuchtung brauchen wir soweit gerade nicht. Es ist sehr sonnig. Schlussleuchte brauchen wir auch nicht. Spitzensignale sind soweit so an. Okay. Dann einmal noch hier hingeguckt. Stromabnehmer ist oben. Leuchtmeldetest funktioniert leider nicht. Fahrmotorlüfter, können wir den auf automatisch? Wir machen gleich den Fahrmotorlüfter an. So. Dann machen wir die Türen wieder zu. So, Türen sind zu. Huch, jetzt ist der Fahrmotorlüfter doch an. Wo war der noch gleich? Da. Jetzt ist er aus. Naja, gut, wir werden mal schauen, dass wir das Ganze auch noch in Gang bekommen und fahren erstmal los. Ausfahrt mit 40, sind jetzt kleine Museumsfahrt unterwegs. So, Fahrmotorlüfter müssen wir jetzt natürlich einschalten. Und jetzt wird's laut. Aber so ist das nun mal. Und fahren los mit unserem Interregio. Auch schön hier wirklich, wie viel einfach ein Rollmaterial ein- und rausfährt. Das ist der moderne Fahrplan. Wirklich ganz toll gemacht. Einer meiner absoluten Lieblingsmods, die würde ich immer jedem empfehlen. So, Ankündigung auf 50. Wir verlassen den Bremer Hauptbahnhof. Da war noch sogar ein ICE. Metronom sehen wir da vorne auch noch. Schön, Güterzug wartet. Toll. Bahnübergang ist unten. Und auf geht's in Richtung
Oldenburg. So, ein paar Motorlüfter können wir ausstellen, weil wir jetzt gerade in diesem Augenblick nur rollen. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob man den dann wirklich auf ausstellen würde an dieser Stelle. Aber wir tun das jetzt einfach mal, um etwas besser zu hören. So, wir dürfen 50 fahren und uns werden auch 50 angekündigt. Und uns wird aber auch gleichzeitig Halt mit verkürztem Bremsweg angekündigt. Das heißt also, wir brauchen gar nicht weiter... Huch. Okay. Ich habe sofort die Zwanse kassiert, als ich hier dran vorbeigefahren bin. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Aber okay. War da irgendwas vielleicht falsch geschaltet? Ich weiß nicht, ist euch dieses Problem schon mal aufgefallen? So, wir fahren an. Bremsen sind gelöst. Ja, wir sollten vielleicht nicht nach hinten rollen. Es wird aber keine Leistung aufgeschaltet. Bremsschlüssel ist an. So. Und jetzt hätte ich gerne... Moment mal, Hauptschalter ist... Okay, jetzt. Also ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich verstehe es nicht ganz. Aber schön, die Interregio-Wagen gefallen mir sehr. Da wir jetzt das 3D-Modell der Interregio-Wagen haben, halte ich es für nicht komplett unwahrscheinlich, dass wir auch mal irgendwann richtige Interregio-Wagen bekommen. Also auch einen passenden Repaint. Da muss ja in Anführungszeichen nur noch der Innenraum angepasst werden. Das Außenmodell passt ja soweit so gut. Ah, Fahrmotorlüfter gehen automatisch an, sehr gut. Okay, wir fahren nach wie vor auf ein haltzeigendes Signal zu. Lichter sind an, oder? Doch, Lichter sind an. Man merkt übrigens den Strecken total an, wenn sie das Feature mit den Schatten auf den Gleisen nicht haben, weil jetzt fällt das richtig auf. Das Gute an der Sache ist, es ist vergleichsweise leicht, das zu implementieren. Das heißt also, nur weil Bremen-Oldenburg das jetzt nicht hat, heißt es nicht, dass das Feature nie kommen wird. Natürlich kann ich das jetzt nicht versprechen, dass es kommen wird, aber so wie man hört, man munkelt, es sei gar nicht so schwierig, diese... ja, technische Änderungen einzufügen. So, der 500-Hertz-Magnet wird definitiv aktiv sein. Jawohl. Und hier wird munter durch die Gegend gefahren. Fahrt lieber Zug, Leute.
kann ja mal beim Stellwerk nachfragen, abgelehnt. Ah, wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe nicht den Weg kontrolliert. Ah, ja. Das ist ein Problem. Weil wir auf dem falschen Gleis unterwegs sind. Das habe ich tatsächlich nicht kontrolliert. Frage ist, ob es jetzt möglich ist, dass wir fahren können oder ob wir uns gerade mit einem anderen Zug blockieren. Schauen wir mal. Ja, hier geht das soweit, ohne dass ein Zug blockiert wird. Jawohl, das funktioniert. Aber es wird erstmal ein anderer Zug uns überholen, sehe ich das richtig? Ja, okay. Gut, dann war das mein Fehler. Ziehen wir jetzt mal die direkte Bremse hier an. Genau, mein Fehler, dass ich den Weg vorher nicht kontrolliert habe. Und wir jetzt leider erstmal auf dem falschen Gleis unterwegs waren. Aber in wenigen Augenblicken dürfte hier jetzt gleich eine S-Bahn oder eine Regionalbahn um die Ecke biegen. Und wird dann an uns vorbeiziehen. Und danach dürfen wir auch wieder fahren. Ja. Fahrt fängt auf jeden Fall schon mal chaotisch an, hier mit unserer 103. Aber es wäre ja nicht Trains and Play, wenn es nicht doch ein bisschen chaotisch wird. Wer hartgesottene Simulation sucht, der muss sich woanders umgucken. Ihr findet schon bestimmt andere Leute. Hier gibt es ab und an mal auch Chaos. Aber das ist ja, wie auch bei der echten Bahn, durchaus realistisch, wenn man es fast schon möchte, dass auch da mal Chaos auf den Schienen herrscht. Hat man doch regelmäßig, vor allen Dingen, wenn man Pendler ist im Nahverkehr. Vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen. Also da ist das Chaos absolut vorprogrammiert. So, die Regio S-Bahn wird jetzt an uns vorbeiziehen, Baureihe 425. Hat jetzt Vorrang. Und sobald die dann den Block freigemacht hat, vor uns dürfen wir dann auch fahren. Das wird jetzt noch ein ganzes bisschen dauern, tatsächlich. Aber okay, das war leider mein Fehler. Wir können uns hier mal ein bisschen in der Gegend umgucken. Ein kleines Gewässer. Bisschen ausgestaltet, bisschen Vegetation. Ja, gut, das mit der Straße, das kennen wir aus dem TSW. Das sieht leider nie so richtig gut aus. Da gibt es leider immer noch keine wirkliche Besserung in Sicht. Hier haben wir so eine Art Stadtautobahn, denke ich mal. Und hier haben wir DTG Logistics mit DTG-Fahrzeugen. Guck mal, wohin diese Gleise hier führen. Können wir mal die Zeit nutzen, um zu erkunden. Signal ist nach wie vor rot. Sehen, die Gleise führen hier noch ein ganzes Stück hier raus aus der Map. Ja, und hier hören sie dann auf. Gut. Aber interessant. Weiß jemand, wo es hingeht in die Richtung? Wenn ja, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Genau. Und hier haben wir DTG höchst selbst hier als Lager oder als Industrie. Und wir können hier mal auf dem Dach sitzen und den Blick durch die Ferne schweifen. Ach ja, die weiten Täler, die hohen Berge, all das haben wir hier im Norden nicht. Aber was man im Norden hat, ist auf jeden Fall viele grüne Wiesen, viel flaches Land, nette Menschen, Regio S-Bahnen. Können wir den Hauptbahnhof sehen? Ja, da vorne sogar. Sehen wir sogar noch von hier. Okay, und dürften eigentlich gleich hoffentlich fahren.
Schauen wir mal. Ja, eigentlich dürfen wir da auf jeden Fall schon mal das Gleis hier. Da könnten wir theoretisch schon mal rein. Ah, da ist gerade noch jemand auf unserem Gleis. Und wenn der Zug an diesem Signal vorbei ist, dann dürfte es unser eigentlich auf grün gestellt werden. Wir beobachten und sehen, es funktioniert hervorragend. So, dann fahren wir weiter. Haben 500 Hertz Beeinflussung, das heißt also, wir dürfen nicht schneller als 25 fahren. Da müssen wir jetzt aufpassen. Wisst ihr, warum wir eine Zwangsbremsung bekommen haben? Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich im Moment, ich kann ja mal aus dem Fotomodus raus. Der Magnet, der Gleismagnet. Wo war das denn? Das war hier irgendwo, ne? Wir sind ja in diesem Sinne auf dem Gegengleis, auf dem falschen Gleis unterwegs gewesen. In Anführungszeichen. Und hier der Magnet. Der war wohl irgendwie so geschaltet, dass der vermutlich dieses Signalbild hier kontrolliert hat. Ja, aber das kann auch nicht sein. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt endlich fahren dürfen, und zwar mit 40. Und dass wir noch gerne ein bisschen Bewölkung haben wollen. Ich hatte doch Bewölkung eingestellt. Na, ein bisschen zu viel. So, ist schon besser. So, 60 dürfen wir fahren, machen wir auch. Beziehungsweise gleich auch nur noch 40. Da passen wir dann auf und fahren nicht zu schnell. So, einmal über die Weser. Sehr schön. Und jetzt werden wir einmal das Gleis wechseln, einmal über die Weiche. Und danach dürfen wir dann endlich frei fahren. Mehr oder weniger, wir haben ja immer noch ein S-Bahn-Fahrzeug vor unserer Nase. Auch schön hier rechts das Gleis, wie schön verwittert das ist. Im Gras mit drin. Gefällt mir. Also an sich jetzt nicht. Also mir gefällt es nicht, wenn Gleise verwittert sind, aber mir gefällt es, dass wenn das in der Realität der Fall ist, dass das auch im Simulator so nachgebildet wird. 187 steht hier vorne noch. Und wir dürfen 60 fahren und dann auch gleich schon schneller. So, schauen wir mal auf die Höchstgeschwindigkeit der Wagen. Zweihundert und auch hier 200. Dann ist ja soweit alles in Ordnung. Dann können wir wirklich die 160 ausfahren. Hätte auch sein können, dass es vielleicht Wagen gibt, die auf 160 beschränkt sind oder auf 140 beschränkt sind. Gab es ja durchaus an Interregio-Wagen. Mir ist klar, dass die Flixtrain-Wagen alle 200 fahren dürfen im TSW. Aber hätte ja sein können, dass beim Repaint darauf Wert gelegt worden ist, da vielleicht eine andere Beschriftung mit einzufügen. Aber die Wagen dürfen alle 200 fahren. Unser Lok darf 200 fahren, das heißt also Höchstgeschwindigkeit 160 km/h dürfen wir dann jetzt auch ausfahren. Vorne ist eine Baureihe 155 der Preßnitztalbahn. Doppeltraktion sogar.
Und ab hier sind 160 erlaubt. Erreicht. Wir machen heute keine Zwischenhalte, wir fahren einmal durch nach Oldenburg. Fahrstufe 35, also ordentlich jetzt ausgefahren, die Fahrstufen. Da kommt uns wieder was entgegen, das sieht verkehrsrot aus. Das ist ein Talent 2. Ah, das sind, glaube ich, die Ausbildungsfahrten. Im modernen Fahrplan, in der Fahrplan-Mod, gibt es tatsächlich Ausbildungsfahrten mit dem Talent 2. Ich glaube, 8 oder 9 Stück an der Zahl. Kleines, nettes Feature. Kann auch sein, dass es ein paar größere Ruckler auch an sich gibt, weil das im TSW 5 die erste Fahrt von mir ist auf Bremen-Oldenburg. Und wir kennen das ja schon von den anderen Strecken, dass es da durchaus immer mit dem Shader so Probleme gibt, dass das erstmal praktisch geladen wird auf der ersten Fahrt und man dementsprechend bei der ersten Fahrt über eine neue Strecke schlechte Performance hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch für alte Strecken gilt, aber ich kann es mir fast vorstellen, weil im TSW 5 sind wir ja diese Strecke noch nicht gefahren. Das heißt also, da muss bestimmt noch einiges geladen werden. Ja, vermutlich. Weil sonst hat eben Oldenburg definitiv eine bessere Performance anzubieten. Fahrstufen ablaufen. Freie Fahrt zu erwarten. Nach 185 von MRCI, an der wir vorbeigefahren sind. Und ich habe es gerade schon im HUD gesehen. Es kommt ein halbzeigendes Signal auf uns zu und jetzt sehen wir auch das Signalbild, daher haue ich schon mal voll die dynamische Bremse rein. Ah, sehr schön, Signal ist umgesprungen. Dann lassen wir jetzt einfach mal auslaufen bzw. ausrollen. Und beschleunigen erstmal nicht, weil wir definitiv einen Zug vor uns haben, die Regio S-Bahn, die wir vorbeigelassen haben. Das erinnert mich schon fast wieder an das Video von der Vorarlbergbahn, das letzte Video, wer es gesehen hat. Da hat uns auch ein Zug, der vor uns unterwegs war, uns ordentlich auf Trab gehalten. Und apropos auf Trab halten, wir müssen jetzt gleich PZB wachsam drücken, weil wir halt zu erwarten haben, während uns noch eine S-Bahn entgegenkommt. So, PZB wachsam und dann noch die Zugbremse hinterhergeschmissen. So, wir lösen mal die Zugbremse. Lassen die Lokbremse weiter angelegt. Die dynamische Bremse weiter angelegt. Und bremsen rein.
Denn wir sehen, das Signal zeigt halt. Da ist der 500-Hertz-Magnet. Jetzt leuchtet das auf dem Führerstand. Kann man nur schwach erkennen bei den Lichtverhältnissen, aber er leuchtet. Und wir halten an. Oh, ein Bar reicht ungefähr bei der Geschwindigkeit. So, wir sind zum Stehen gekommen. Fast. Ziehen die Lokbremse an, lösen die Zugbremse und warten. Und zwar auf den Kollegen. Er bewegt sich. RS4. Und wann hat RS4 sein Signal? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Bestimmt gleich. So, das gibt uns mal die Möglichkeit, tatsächlich mal auch nochmal in die Außenkamera zu gehen. Und uns nochmal die Wagen anzugucken. Das Repaint vom guten Spami. Liebe Grüße. Hier einmal die Klasse AIMH. Hier ebenfalls einmal mit dem Bundesbahnkeks und einmal mit der DBAG als Logo. All die Details, die man erwarten würde. Alles vorhanden. Sitzplatznummerierung. Hervorragend. Dann haben wir hier das Bistro-Café. Sehr schön. Natürlich, der Innenraum passt nicht, ne? Aber so von außen sieht das ganz passend aus. Und dann haben wir noch die zweite Klasse. BIM-Wagen. Sieht auch toll aus. Wir dürfen 120 fahren. Sind in der 500-Hertz-Beeinflussung. Sollten also nicht übertreiben mit den Fahrstufen. So, 500 hat es aus und wir befreien uns. So, ich habe mal die Anzeigenhelligkeit erhöht, dann sieht man es auch tatsächlich besser tagsüber. Fenster lassen sich aufmachen. Schön.
Sonnenblenden funktionieren auch. Das Fenster ebenfalls. Und die Türen natürlich ebenso. Huch! Das wollte ich nicht. Kurz auf die Signale geguckt. So, dann müssen wir auch die Tür aber ebenfalls schließen. Da kommt uns wieder eine Regenwaldbahn entgegen. Dürfen wir doch 160 fahren. Bringt jetzt aber nicht unbedingt so viel. Da wir nach wie vor einen Zug vor uns haben, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir doch eben ausgebremst werden. Allerdings dürfen wir jetzt auch nicht zu sehr rumtrödeln, daher. Werden wir jetzt doch noch mal ein bisschen lassen aufschalten. Na, sehen allerdings, dass wir. Also, es ist gerade wieder umgesprungen, 3 Kilometer, dann hatten wir gleich Halt. Wir bleiben ungefähr bei der Geschwindigkeit und der Beschleunigung. Nochmal ein, zwei Fahrstufen hoch. Bis Fahrstufe 39 können wir tatsächlich aufschalten. Nach wie vor haben wir Fahrt. Das gefällt mir noch sehr. Ich merke gerade, wir haben noch kein Bild aufgenommen heute. Das könnten wir eigentlich in dieser schönen langen Linkskurve machen. Dass wir auch nochmal uns ein Thumbnail für heute klar machen. Und zwar jetzt vielleicht. Ich würde den Zug gerne noch ein Meterchen weiterfahren lassen. Ja. Ja, das gefällt mir schon. Ja, auch nicht so gut.
bisschen machen wir noch. Ich bin immer noch unzufrieden. Hier vorne ist Sonne. So. Können wir das eigentlich unendlich machen mit dem Fortlaufen? Ich glaube schon, ne? Ja, das sieht doch schon besser aus. So. Von dieser Seite, das gefällt mir auch ganz gut. Und dann noch einmal mit mehr vom Wagenpark. Toll. Vorbeigefahren an Buchholzberg. Also finde ich gerade sehr schön. Schön sonnig. Schöner Kontrast gerade zwischen Sonne und Schatten. Bei der 103 ist es ganz, ganz wichtig, dass man erst die Fahrstufen ablaufen lässt und dann bremst. Ansonsten kann es zu großen, großen Schäden kommen. Also da sollte man zumindest in Realität lieber die Zwangsbremsung in Kauf nehmen, als dass man reinbremst, während gerade noch Fahrstufen aufgeschaltet sind. Denn dann kann man im Grunde genommen den Zug sowieso abstellen, denn es wird zu, oder es würde zu krassen Motorschäden führen. Ah, sehr gut. Der RS4 wird jetzt endlich überholt. Oder die RS4, müsste man eigentlich sagen, ist ja die Regional-S-Bahn. Das heißt also, wir dürften jetzt endlich mal freie Fahrt haben. Freie Fahrt für freie Züge. Und ab hier dürfen wir 160 fahren. Und die fahren wir jetzt endlich mal aus. Sind wir schon.
36. Und dann einmal noch auf Fahrstufe 39. Und wir können gleich eigentlich mal die Trafo-Umschaltung durchführen. Dürfen wir nicht zu früh machen, sondern erst ab 140 km/h machen wir jetzt. Und ihr beobachtet einmal hier die Nadel, wie sie dann in die Höhe springt. Zack. Einmal in die Höhe gesprungen. Wir können ja mehr Gewindung abgreifen. Und wir sind zu schnell. Müssen wir aufpassen, dass uns die PZB jetzt nicht gleich runterbremst. Mehr Windungen, nicht Gehwindungen natürlich, sondern mehr Windungen von der Oberleitung. Das können wir mit der Trafo-Umschaltung erreichen. Darf aber nur für kurze Zeit benutzt werden. Man dürfte jetzt nicht damit, sagen wir mal eine halbe Stunde durchfahren, sondern wirklich nur für ganz kurz zum Beschleunigen. Und auch nur ab 140 km/h. Darunter nicht die Trafo-Umschaltung. Also so eine Art kleiner Turbo. Schöner kleiner Booster. Gerade im höheren Geschwindigkeit bei der 103 sehr wichtig, damit sie auch auf die 200 km/h schnell kommt. Denn ansonsten lässt sie sich halt eben Zeit mit der Geschwindigkeit. Beziehungsweise der Beschleunigung. Also falls ich nicht übrigens schon erwähnt habe, Link zu dem Repaint der Lok ist in der Videobeschreibung, genauso wie Link zu den Repaints der Wagen. Auch die sind in der Videobeschreibung zu finden. Und bis Oldenburg sind es noch, steht da gar nicht viel, wie lange noch, 4 Kilometer noch. Ein paar Kilometer sind es auf jeden Fall noch. Wir können nochmal die Trafo-Umschaltung nutzen. Dann müssen wir nicht so hohe Fahrstufen aufschalten. So, Trafo-Schalter wieder aus. Hier die Kühe. Toll. Schön landwirtschaftlich, schön ländlich. Fast schon idyllisch. So, meine Bagnen sind unten. Hervorragend. Ein paar Stufen lassen wir mal ablaufen. Wenn wir sehen im Hut, da ist langsam Fahrt voraus, denn wir sind nämlich auch schon fast in Oldenburg. Eigentlich schon mal ja, anfangen zu bremsen. So, wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht PZB-Zwangsbremsung bekommen.
überhaupt nicht zu langsam werden. Und die Bremsen rechtzeitig auch wieder lösen. Das dürfte eigentlich ganz gut klappen, dass wir ungefähr 60 fahren. Wenn wir 60 fahren müssen. Hier sind die 60 nochmal erneut vorsignalisiert. Und ab hier vorne fahren wir dann 60. So, das passt ganz gut. Die Brücke ist unten, das heißt, wir können drüber fahren. Über die Eisenbahnrollklappbrücke, wie sie so schön heißt. Und von allen geliebt und gewertschätzt wird. Und wir haben halt zu erwarten. Und befinden uns jetzt im Oldenburger Hauptbahnhof Intercity. Zwei kommt uns noch entgegen. Links noch eine Foslo G6, die am Rumrangieren war. IC2 von der 146 angetrieben bzw. geschoben. Und wir verlangsamen. Und halten an. Das sieht doch sehr gut aus. Ja, alle Wagen sind fast am Bahnsteig. Das ist auf jeden Fall sehr knapp. Ja, aber das passt soweit. Das passt eigentlich ziemlich perfekt. Und wir halten an. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.